Okay, sehen wir uns mal um. Sind das die echten Trophäen? Dürfen die Gewinner die nicht mitnehmen? Wir werden mal das 100% machen. Ich will es ja 100% bekommen. Das müssen die Trophäen für die Spiele sein. Ja, das hast du schön erfasst. Okay, dann ich kann noch weiter trainieren, aber nehmen nicht so die Lust. Und das war Herkules. Hey Phil, da bin ich wieder. Wird doch Zeit, Herk. Der Schüler, den du da entdeckt hast, ist schon da. Echt? Er meinte, er bräuchte etwas, um hierher zu kommen. Er muss sich beeilt haben. Ich wette, er konnte das gar nicht abwarten, mit dir zu trainieren. Kann ich verstehen. Die Leute, die Kingdom Hearts kennen und so ein bisschen so damit mit der Story kennen, wissen bestimmt, welchen Schüler er meint. Nicht Roxas, einen anderen. Einen Helden mit roter Hose. Hey. Der Kleine hat auf jeden Fall Feuer. Warte, bis du das hörst. Okay, ich kann noch weiter analysieren. Hält ich auch jetzt. Weil ich will ja 100% haben. Ah, okay. Das muss ich nochmal nachsehen. Okay, erster war Herkules, hab ich. Okay. Sagst du noch irgendwas zu den Statuen? Die Architektur hat sich ja so beeinflusst. Jetzt weiß ich, warum vor dem Eingang diese großen Kriegerstatuen stehen. Aber was ist mit den, Schwertern? Braucht man bei den Spielen Schwerter? Die Spiele müssen ganz schön oft stattfinden. Und wenn es hier darum geht, den Stärksten zu finden, dann hatte Siegbar recht. Und wir können vielleicht einige von ihnen gebrauchen. Wann wohl die nächsten Spiele stattfinden? Ich komme auf jeden Fall wieder. Besonders bei frei herumlaufenden Herzlosen. Ich soll zum Schloss zurück. Siegbar sollte nicht glauben. Er soll nicht glauben, ich hätte hier jede Menge Spaß haben. Okay, ich glaube, ich habe gerade was falsch gelesen, aber egal. Zurück zum Schloss? Ja. Und die Aufklärungsmission habe ich erfolgreich geschafft. Roxas muss Überstunden machen. Ich hoffe, Siegbar macht es ihm nicht allzu schwer. Ja. Hey, Axel. Hm? Weißt du noch, wie du neulich erzählt hast, wir hätten alle eine Vergangenheit? Wenn ich hier mit euch sitze, ist es komisch. Es kommt mir vor, als hätte ich schon mal mit jemandem den Sonnenuntergang angesehen. Dieser Satz sagt schon eigentlich alles für die Leute, die Kingdom Hearts gezockt haben. Und die Muschel auch. So teilweise. Oder am Meer. Wenn ich ins Wasser schaue und die Wellen ans Ufer schlagen höre, dann ist es fast so, als würde ich eine Stimme hören. Du kannst dich also an etwas erinnern? Nein, leider nicht. Tja, ich weiß nicht. Könnte eine Erinnerung sein, aber ob sie von mir ist? Von wem sonst denn? Hey, frag mich nicht. Nein, frag nicht mich. Aber du hast Erinnerungen, oder? Du hast Erinnerungen. Ja, aber bisher waren sie für mich nur von Nachteil. Ich glaube, ich bin mehr wie Roxas. Wir können uns beide nur an wenig erinnern. Es hat doch einen bestimmten Grund. Bei dir ist was Besonderes. Bei Roxas ist auch was ganz Besonderes. Ob wir das wohl auch gemeinsam hatten, bevor wir niemanden wurden? Das ist schwer zu beantworten. Blitz habe ich bekommen. Okay. Tag 118. Faulenzen. Hey. Bisschen chillen hier. Aber ist heute nicht irgendwie dieser Tag, der wo man nicht arbeiten muss? Das war doch dieser Tag heute, oder? Ja, das war dieser Tag. Ein Tag bei der Organisation, wo man nicht arbeiten muss. Geht doch ab. Operation geschlossen. Für Ferien. Wegen Urlaub geschlossen. Urlaub? Was ist das? Da chillst du. Dein Leben. Da chillst du beim Gehen.
Huch! Oh hey Roxas, hast du von dem Urlaub gehört? Wäre doch mal Zeit. Ich hatte noch nie Urlaub. Kann mir gar nicht vorstellen, war der Organisation echt? Wie lautet während des Urlaubs mein Job? Wie dein Roxas? Du hast das nicht ganz verstanden? Aber ich hatte ja auch noch nie einen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ah. Tu, was dir gefällt. Aber ich weiß nicht, was mir gefällt. Hoffnungsloser Fall. Was tust du denn, Axel? Mitläufer. Ich schlafen und danach drehe ich mich um und dann schlafe ich noch ein bisschen mehr. Verbringst du nicht schon genug Zeit im Bett? Oh, wie klingt das dann? Soll ich ein Scherz sein? Ich würde mich 6-mal am Tag hinlegen, wenn sie mich ließen. Okay, das Traumland ruft. Genieße deine Freizeit. Ich will mal echt wissen, ob sie einen Fernseher haben oder so, einen PlayStation oder so in dieser Final Fantasy Kingdom Hearts Welt irgendwie. Es muss ja irgendwie langweilig sein, ohne Fernsehen die ganze Zeit rumzugehen und die ganze Zeit zu kämpfen. Oh, Shion. Was geht? Hey, Roxas, guten Morgen. Hast du die Nachricht gesehen? Ja. Was sollen wir an einem freien Tag machen? Shion, hast du Bock, in mein Zimmer zu kommen? Warum? Wirst du sehen. Also, ich wollte trainieren. Trainieren? Ich will auch gerne trainieren. Ja, ich will richtig gut mit dem Schlüsselschwert werden. Mach du mit. Mach mit, Roxas, mach mit. Oh, Langweiler. Nee, danke. Echt? Okay, komm zu mir, wenn du es dir anders überlegst. Was macht man an seinem freien Tag? Was soll ich tun? Was will ich tun? Eis. Da ist jemand wohl süchtig nach Eis. Darf ich mich bewegen? Nein. Juhu, los, Heiner. Weiter so. Oh, Schluss. Ich bin fertig. Ach ja, jetzt kommt das. Das war fantastisch, Heiner. Ganz sicher ein neuer Rekord. Oh, ich bin total hinüber. Pence, wer ist das? Hey, ich kenne dich. Der steht auch so beim Gehen mit seinen dicken Tretern. Wie geht's? Hey. Heute ganz allein unterwegs? Hey, hast du deine Freundin gefunden? Oh ja. Ein Freund von dir, Pence? Ja, wir sind uns neulich über den Weg gelaufen. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Olette. Die Freude ist ganz meinerseits. Und ich bin Pence, aber das weißt du ja schon. Was machst du? Ich sehe zu, wie Heiner seine Ballkünstlernummer geprobt. Ballkünstler? Ja, man versucht den Ball so lange wie möglich in der Luft zu halten. Heiner gehört zu den Besten der Stadt. Nicht der Welt, zur Stadt nur. Bist du neu hier? Warum belästigst du uns? Halt die Fresse, Digga. Belästigen ich? Ich gehe ja nur vorbei. Ah, dann geh mal weiter, wir haben hier zu tun. Wie unfreundlich, ich hätte ihn längst verprügelt. Hey Heiner, nicht so unhöflich. Dafür gibt es keinen Grund. Er ist nett. Mit schwarzem Mantel. Hab Angst vor ihm. Entschuldige, er wollte dich bestimmt nicht beleidigen. Er ist nur gay. Hey, versuch's doch mal. Zeig deine Jonglier-Nummer. Wozu? Das wird dich schon nicht umbringen. Mein Hals, Mann. Hier. Ein Struggle. Oder wie die hier ist. Okay. Ja, ich weiß. Man kann das jetzt so lange machen, wie man will, glaube ich. Ich weiß nicht, wie lange man das machen muss.
glaube, ich mache das bis 500 oder so. Oder 100, ich muss mal einfach mal sehen. Das ist einfach mal ganz stumpf. Dieser Part ist eigentlich momentan eigentlich langweilig, weil in diesem Part passiert eigentlich nichts Interessantes. Man erlebt nur seinen freien Tag in der Organisation. Und je nach wie viel man macht, dann sagen die anderen auch was, glaube ich. Und wenn es dreimal auf den Boden fällt, dann ist es vorbei. Und es ist schon zweimal aufgefallen, deswegen muss ich jetzt aufpassen. Vorbei? 80 habe ich gemacht. Ich hätte sie besser machen. Wow, du bist gut. Ja, du würdest Heiner fertig machen. Versuch's noch einmal, Mann. Komm schon, nur noch einmal. Und, was denkst du? Ja, komm. Weil ich so nett bin. 80. Na, okay, ich mache wenigstens bis 200. Ihre Reaktion zu sehen, was sie dazu sagen. Was soll ich nebenbei sagen? Also, was kann ich denn alles erzählen? Ich kann eigentlich momentan nicht so viel erzählen, weil ich mich gerade hier konzentrieren muss. Ich glaube, ich muss hier raus. Und ich habe den perfekten Ort gefunden, um dieses Ding hier zu machen. Schon 35. Shion hat ihr Name. Heißt in auf den japanischen Ebbe. Und hat einen Bezug auf Kairi, weil... Ach, ich könnte alles jetzt... Spoilern, wenn ich wollte, aber ich will's nicht. Dann ist die ganze Spannung weg, wenn da irgendwas... Es wird noch was Episches passieren mit ihr. Mit Shion meine ich. Aber fünfmal darf ich... Ach, dreimal war ich schon. Komm, mindestens 100. Sie besser machen können, verdammte Scheiße. Ach ja, ich weiß, dass ich gut bin. Leck mir die Füße. Nee, kein Bock. Es bringt mir nichts. Man kriegt sowieso nichts von denen. Nein, halt die Fresse. Du warst unfreundlich. Nein. Pech gehabt. Ich schätze, du bist ziemlich gut. Alles cool, Mann. Danke. Entschuldige, das vorhin... Heiner war nur sauer, weil Cypher seinen Rekord geschlagen hat. Hey, Ruhe auf den Billingplätzen. Du bist auch gemeint. Na super, jetzt lacht mich sogar der Neue aus. Du wolltest also irgendwo hin. Heißt das, du musst bald weiter? Weil wenn nicht... Nein, ich muss weiter. Okay, entschuldige, dass wir dich aufgehalten haben. Wir sollten auch gehen. Ja, bis später dann. Bis bald. Ich hoffe, wir können bald mal wieder zusammen trainieren. Da ist er. Ich kriege ihn noch. Warum müssen wir Spiele spielen, bei denen man laufen muss? Ich vermisse meinen PC. Hey, Facebook, hey. Du entkommst mir nicht. Hinterher. Spielen sie gerade das Spiel Jagd den Fettsack oder warum läuft der Fettsack als einziger noch rum? Ach, das war ein witziges Spiel. Jagd den Fettsack, hey.
Was für ein Zufall, dich hier zu treffen. Hey Axel, was geht? Oh, ich habe wie ein Stein geschlafen. Sowas war gut. Aufladen. Ich kann mich gerade auf aufladen. Was ist los? Sind die Kinder hier in den Sommerferien? Nein, das ist zu früh. Dazu ist es zu früh. Sommerferien? Was ist das? Ein wahr gewordener Traum eines. Ein ganzer Monat frei. Ein Monat? Sind die noch ganz bei Trost? Ich weiß ja nicht einmal etwas mit einem freien Tag anzufangen. Ein Arbeitstier, ein Workaholic. Da schaffen die Lehrer schon Abhilfe. Sie verteilen jede Menge Hausaufgaben. Vertrau mir, sie sind schneller vorbei, als du sie blinzeln kannst. Mit einer Woche könnte ich vielleicht klarkommen. Die meisten Kinder hängen die ganzen Sommerferien nur mit ihren Freunden herum. Sie sparen sich die Hausaufgaben bis zuletzt auf und helfen sich dann gegenseitig. Hört sich nach Spaß an. Ja, ich habe gar nicht mehr daran gedacht, seit ich ein Niemand bin. Und was hast du heute so gemacht? Hey Leute, woher wusste ich, dass ihr beide hier seid? Ja, sitze ich drauf und hab keine Angst, dass du runterfällst. Keiner von ihr hat irgendwie Angst, dass es passiert. Und warst du unterwegs? Nein, wieso? Wart ihr irgendwo ohne mich? Nein. Axel, er hat sich hingelegt. Was ist das denn für ein Urlaub? Hey, im Gegensatz zu euch, Faulpens, streng ich mich ganz schön an. Ha, vielleicht bist du ja nicht in Form. Axels Lache war irgendwie witzig. Oh. Dann geht noch die Konversation weiter. Morgen geht's wieder an die Arbeit. Ja. Ich hoffe, wir bekommen bald wieder Urlaub. Jetzt haben die den Spaß entdeckt bei dem Urlaub. Oh, bevor ich es vergesse, wir werden uns wohl eine Weile nicht sehen. Was? Warum nicht? Sie schicken mich ein paar Tage auf Aufklärungsmission. Wohin? Darf ich nicht sagen. Secret Mission. Was soll das heißen? Es ist geheim. Aber ich dachte, wir wären Freunde. Hey, ich werde dir nicht all meine Geheimnisse verraten. Du hast doch bestimmt auch welche. Jeder hat Geheimnisse. Ich hab keine Geheimnisse, weil du keine hast. Weil du nicht mehr weißt, was es heißt. Haha, entspann dich, ja? Ist nur Spaß. Ich muss den Mund halten, sonst bekomme ich Ärger mit Sex. Glaube ich, jetzt kommt gleich die Katze mit ihm. Du kennst ihn. Also nach das? Hehe, ja. Vermasselt nicht alles, während ich weg bin. Warum sollten wir das? Na, bei euren bisherigen Leistungen. Hey! Hey! Ich komme gleich rüber. 1 Meter Abstand und so. Dieses Lachen ist irgendwie so stumm. So, haha, hihi. Ejo. Was hat dich aufgehalten? Sollte jetzt nicht die Katzen kommen? Ich habe Urlaub. Seit wann bin ich dir Rechenschaft schuldig? Gewöhn dich bloß nicht zu sehr an die Freizeit. Zu Befehl, was immer du sagst. Du hast dich verändert. Ach, danke schön, du auch. Ach, scheiß Telefon. Okay, Mission ergibt's abschließen. Unerledigte Arbeit. Ich hasse das Telefon. Neuer Eintrag in Roxas Tagebuch. Berichte. Ach, das sind 2. Heute war ich mit Siegbau unterwegs. Axel und ich waren auf eigene Mission. Auf eigene Mission. Siegbau meinte, Shion und ich wären außergewöhnlich. Ganz besondere Niemande. Etwa weil wir Schlüsselschwerter benutzen können? Die Arbeit zog sich lange hin. Daher habe ich es nicht zu Uventum geschafft. Ob Shion und Axel wo da waren? Während der Mission sind mir wieder diese Bilder durch den Kopf geschossen. Der Junge in Rot. Was bedeutet er? Vielleicht meinte Siegbau mit besonders ja verrückt.
ob Shion wohl das gleiche durchmacht? Es kommt mir merkwürdig vor, sie zu fragen. Heute hatte ich meinen ersten Urlaub. Ich wusste aber gar nichts, damit anzufangen. Axel meinte, ich sollte das tun, wozu ich Lust hätte. Aber ich habe nur Spaß, wenn ich zusammen mit meinen Freunden Eis esse. Das habe ich dann auch gemacht. Axel geht morgen auf eine Mission. Ups, ich gab ihm immer noch nicht seinen Gewinnerstil. Okay, speichern. So viel Geld habe ich bisher, okay. Und Luxord, was sagst du? Hast du deine Waffe angepasst? Ein guter Spieler weiß, wie er sein Spiel den Regeln Hausregeln anpasst. Nimm meine Waffe mit mindestens 2 Einheiten und komm zu mir. Ich verschaffe dir ein Spiel, das deine Waffe wert ist. Und? Ah, du hast eine Waffe mit 2 oder mehr Einheiten, gut. Ich verschaffe dir Zugang zu einem geeigneten Spiel, eine neue Mission. Frag Sykes nach den Einheiten. Eine neue Mission ist hinzugefügt, hey. Du weißt, dass Missionen die Bonusanzeige führen, oder? Wie zeigt die Organisation auf einen Blick, wie hart du arbeitest? Soll ich mal einen Blick wagen? Sag mir Bescheid, wenn du sie mit für die Tagemission gefüllt hast. Hab ich doch, oder? Du hast die Anzeige für die Tage gefüllt, Champ. Gute Arbeit. Hier hast du eine kleine Belohnung. Windsplitter. Dankeschön. Und Saldin, was hast du zu sagen? Trainierst du? Tagtägliches Bemühen ist der einzige Weg zur wahren Stärke. Okay, was sagt immer, was du immer sagst. Brich auf, sobald du bereit bist. Ermittlungen im Schloss, zum Schlossherrn, sammeln Herzen, besiege die Deserteure. Wo ist die Sammelherzen? Welche von denen ist die Spezialmission? Einer von denen muss die Spezialmission sein. Besiege den Morgenstern. Okay. Das sind böse Aufgaben. Das sind sehr, sehr böse Aufgaben. Deswegen wähle ich das. Wieso speichere ich nochmal, obwohl ich davor gespeichert habe? Egal. Man sieht sich ums Bild. Wir sehen uns das nächste Mal.